Der Bahnknotenhalle wird auf elektronische Stellwerkstechnik, kurz ESTW, umgestellt. Dies erfolgt im Zuge eines größeren Bauprojekts, dem Anschluss der Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Berlin, dem Projekt VDE 8, an den Knotenhalle. Die gesamten Ausbauarbeiten im Überblick. Orange, der Anschluss an die Aus- und Neubaustrecken des Projekts VDE 8. Grün, der Neubau einer der modernsten Zugbildungsanlagen Europas, der zeitgleich mit dem Projekt umgesetzt wird. Gelb, die Maßnahmen zur Umstellung auf elektronische Stellwerkstechnik ESTW und die Änderung des Spurplans. Gleis 16, D375 ist jetzt ausfahrbereit. Gleis 16, in Ordnung. Die Aufgabe von Stellwerken ist es, seit dem Beginn des Schienenverkehrs mit Hilfe von Weichen und Signalen eine sichere Fahrstraße für den Zug herzustellen. Lange Zeit wurde dies mit mechanischen Stellwerken getan. Über große Hebel haben Stellwerker mit Krafteinsatz Weichen oder Signale direkt bewegt. Die Züge wurden sozusagen auf Sicht von einem zum nächsten Stellwerk übergeben. Das Legen von sicheren Fahrstraßen und das Rangieren von Güterwagen benötigte entsprechend viel Zeit. Im modernen Zugverkehr werden elektronische Stellwerke, sogenannte ESTW, eingesetzt. Sie funktionieren nach folgendem Prinzip. Es gibt eine Betriebszentrale, dort sitzen Fahrdienstleiter an Computerbildschirmen und legen mit der Maus die Fahrstraßen. Die Befehle werden am Rechner an die Zentralen, die ESTWZ, und die Unterzentralen, die ESTWUZ, weitergegeben, die jeweils für große oder wichtige Streckenabschnitte zuständig sind. Hier werden die Signale verteilt an Außenstellen, ESTWA, die letztlich die Steuerung der Weichen und Signale in einem kleinen Streckenabschnitt vornehmen. In elektronischen Stellwerken arbeiten zur Sicherheit mindestens zwei Rechnersysteme gleichzeitig und unabhängig voneinander. Nur wenn ihre Ergebnisse übereinstimmen, kann ein Zug fahren. Im Jahr 2013 gab es im Knotenhalle noch 21 Stellwerke. Nach dem Umbau 2017 wird es ein neues Stellwerk für die Zugbildungsanlage und zwei neue ESTW-Unterzentralen für den Knotenhalle geben. Die Betriebsführung des Knotenhalle erfolgt aus der Betriebszentrale Leipzig. Für die Zugbildungsanlage wird der Betrieb vor Ort geführt. Wir verfolgen einen Güterzug, der von Norden kommt. Er fährt in die Zugbildungsanlage ein, eine Art hochmoderner Rangierbahnhof, und verlässt von dort in Richtung Süden den Knotenhalle. Von der ESTW-Unterzentrale Delitzsch wird der Zug an die Unterzentrale Halle Ost übergeben. Auf der untersten Ebene ist nun die Außenstelle, die ESTW-A Halle Nord, zuständig. Mit der Einfahrt in die Zugbildungsanlage, die ZBA, erfolgt die Übergabe an das ESTW-Z-ZBA. Nach der Neusortierung in der Zugbildungsanlage verlässt der Zug den Stellbereich der ZBA und kommt in den Bereich der nächsten Unterzentrale, der ESTW-UZ-Halle Ost. Auf der untersten Ebene werden nun von den Rechnern der ESTW-A-Halle Ost die Weichen gestellt. Im Bereich der gleichen Unterzentrale erfolgt dann die Übergabe an das ESTW-A-Halle Ammendorf. Der Zug verlässt den Knotenhalle und kommt vom ESTW-UZ-Halle Ost in die nächste Unterzentrale, die ESTW-UZ Erfurt. Gelegt werden die Fahrstraßen in der Betriebszentrale in Leipzig, so wie für einen großen Teil der Neu- und Ausbaustrecke Nürnberg-Berlin, dem Projekt VDE 8. Die Übersicht zeigt die zwei zuständigen Betriebszentralen Leipzig und München, die Unterzentralen an den Strecken und in den Knoten. Die gesamte Strecke wird im Jahr 2017 in Betrieb gehen. Da dann auch das neue europäische Zugleitsystem ETCS eingeführt ist, wird es keine Streckensignale mehr geben. Eine Funkkommunikation sorgt für noch größere Sicherheit. Zusammen mit der elektronischen Stellwerkstechnik werden so auf den Neu- und Ausbaustrecken und im Knotenhalle die Voraussetzungen für einen hochmodernen Zugverkehr geschaffen.